Rund um Rheinsberg erstreckt sich eine einmalig schöne Seenlandschaft. Ob der Zechliner See mit seinem smaragdgrünen Wasser oder der Rheinsberger See mit seinem Hafendorf. Alle laden zur Reise auf dem Hausboot ein. Ist halt schon einmalig, dass gerade hier im Hafendorf man das Haus in der Mitte hat. Vorne kann man das Boot abstellen, ganz dahinter das Auto. Und man hat direkt einen Seezugang. Ein kleines Urlaubsparadies für sich, das Hafendorf Rheinsberg. Beim Hausbootfahren gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen hat man den Sportbootführerschein BIN. Dann haben die Leute ja schon Fähigkeiten und Fertigkeiten, kriegen von uns eine Einweisung. Die zweite Variante ist, man macht hier den sogenannten Charterschein. Dort bekommen die Leute eine Einweisung von uns, der aus dem theoretischen und praktischen Teil besteht. Und das wird dann gleich an Bord des Schiffes gemacht, sodass die Leute dann das Hausbootfahren üben, das Bootfahren üben, das Boot sich anschauen und dann sozusagen für ihre Urlaubswoche vorbereitet werden. Vom Wasser aus lernen Sie die idyllische Seite Brandenburgs kennen. Auf der Strecke liegen zahlreiche Strände und Restaurants. Überall sind so Anlegemöglichkeiten, gerade in Flecken Zechlin. Das Fischrestaurant ist so ein Geheimtipp, da kann man anlegen, Fischbrötchen essen. Zwischendurch eine Landpartie mit dem Fahrrad. Kein Problem. Romantische Dörfer liegen auf der Strecke. Und eins darf nicht fehlen: der Besuch vom Schloss Rheinsberg. Direkt am See gelegen. Architektur, Geschichte und Natur im Einklang.